Weiter geht's bei Fußballmanager 2010. Ja, das nächste Spiel steht an und zwar in einer Woche gegen den FSV Mainz. Danach gegen Sporting Lissabon. Ich denke mal, wir machen heute erstmal bloß den FSV Mainz, weil ich selbst gerade nicht so die großartige Zeit habe und deswegen auch nicht so viel zum Aufnehmen komme. Gerade ich habe eigentlich momentan eher mehr auf Zukunft ein bisschen aufgenommen schon. Außer eben halt Fußballmanager. Fußballmanager habe ich nicht ganz so viel aufgenommen in letzter Zeit. Und ja, jetzt mal gucken, wo wir uns verbessern können hier. Da kann man uns so verbessern. Und der Jerome Boateng hat sich auch mal verbessert. Also ich habe gerade gesehen, dass ihr auf jeden Fall viele Spieler jetzt hier wieder verbessert haben. Tunay Torun. Ach, ich wollte ja mal gucken, die zweite Mannschaft. Da war doch auch letztes Mal irgendwie ein ganz gutes Ergebnis. Michael Bradley, du kannst dich da noch verbessern. Und Uchida, du verbesserst dich da. Okay. Gucken wir erst nochmal die zweite Mannschaft rein. Maximilian Beister hat sich auch schon wieder verbessert. Und wen haben wir hier? Den Franke. Ah, ein bisschen flanken kannst du hier auch. Ich bin auch mal noch nicht ganz so. Oh, ich bin momentan noch wirklich am Überlegen, wie ich das mache in der Winterpause. Ich bräuchte noch ein paar Millionchen, sage ich mal jetzt einfach so, um den einen oder anderen vielleicht noch zu verpflichten, den ich für sehr gut halte oder für wichtig für das Team halte. Und jetzt gucken wir erstmal hier. Die zweite Mannschaft, die hat doch recht gut. Die hat 3:1 gegen die Wolfsburg Amateure gespielt und. Ja, Tolga hat gleich mal zugeschlagen mit einem Tor. Sören Bergheim hat sogar einen Zug geschossen und André Hahn. Mensch, 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 Tolga, da hast du ja gleich mal wieder richtig losgelegt. Sehr gut, freut mich auf jeden Fall. Das zeigt mir, dass du heiß bist. Und auf zum nächsten Spiel. Ja, Edin Jakubovic hat sich hier auch schon mal jetzt sehr gut eingefunden, zumindest in den letzten Spielen. Hat ja doch schon jetzt gute Leistung gebracht, also hat sich eventuell doch der Kauf gelohnt. Schon, ja, 3,1 hat er noch als Durchschnitt. Okay, gut. Es geht momentan sicherlich noch. Aber hier ist eine schöne 1,0 gegen Bochum. Da muss er auf jeden Fall auch einiges tun. Und ich sehe ja gerade, dass er noch irgendwie Ablöseprämien auch noch zahlen muss nach gewissen Spielen. Also, das wird noch sehr, sehr interessant hier, wie wir damit über die Runden kommen mit dem Geld. Ich will kein Pressing, ich will eigentlich gar nichts hier haben. So, Feldspielerfähigkeiten sind auch wichtig und. Fitness. Was sollte die Fitness so? Die Spieler sind mitten in der Saison, die brauchen keine extra Fitness jetzt noch. Die spielen auch jeden Tag fast. So ungefähr kann man das ja fast schon sagen. Hier auch. Das auch weg. So. So, du gehst runter, du kommst ja auch hoch. So, das weg. Gut. Wolfgang Kessler hat sich nochmal verbessert. Die jetzigen bloß nur noch Nummer 3. Und hier Olumide. Der Mann aus Nigeria. Wo ich allerdings glaube ich den eher verkaufen werde, weil er mir irgendwie, weiß ich nicht, nicht so wirklich toll ist. Meins. Meins. So. Was meine ich hier? So, der Chinchi hat sich jetzt nochmal verbessert. Chinchi hat sich ein Passspiel verbessert. Das ist ja, glaube ich, letztes Spieltag deine erste Vorlage in der Bundesliga, ne? Genau. Ich hoffe mal, du reißt dich jetzt bis zum Ende der Hinrunde nochmal ein bisschen zusammen, Chinchi, damit du vielleicht nochmal am Ende nachher noch eine gute Note bekommst. Und was haben wir hier? Die zweite Mannschaft verbessert sich auch mal fleißig. Hat sich da noch verbessern. Henrik Dettmann. Da. Du da. Dennis Duwe. So. Okay, gut. Jetzt wollen wir nochmal schauen. Wie weit ist denn der Miroslav Stebanek?
Er hat noch keine wirkliche Fitness. Ich werde ihn trotzdem mal reinsetzen für Florian Brückmann, kommt er mit. Vielleicht wird er eingewechselt. Wäre auf jeden Fall wichtig für ihn, wenn er ein paar Spiele macht. Und nochmal einen Tag vergangen und wieder ein paar Spiele haben sich verbessert. Ilija jetzt auch. Der jetzt ja endlich mal im letzten Spiel mal aus sich herausgekommen ist und mal endlich mal eine sehr, sehr gute Leistung gebracht hat. Ich hoffe mal, das hält jetzt ein bisschen an. Mein Gott, was habe ich denn heute für einen Frosch im Hals? Tja, Thomas, du. Ich glaube, mit dir werde ich nicht verlängern, weil 3 Millionen sind mir einfach zu happig. Das hat nochmal verbessert. Tuna Turun auch nochmal. Können eigentlich auch in der zweiten Mannschaft spielen lassen. Könnte. Aber ob ich es mache, ist wieder die andere Frage. In der zweiten Mannschaft sammelt er wenigstens Erfahrung, sag ich mal so. Mal schauen, vielleicht werde ich ihn einsetzen. Aber dann auch eher als rechten Mittelfeldspieler. Mal schauen. Rechter Mittelfeldspieler. Ja, gut, für Groß würde er ihn spielen. Kann man drüber nachdenken. Und wieder ein Tag rum. Im Leben, da ist HSV. Ach, da Michael Bradley hat sich verbessert. Michael Bradley hat sich verbessert. So, da, so. So, Alex Silva, ja, der ist ja ewig so lebenslang verletzt hier. Da. Gut, du kannst dich auch in Sprungkraft mal verbessern, bitte, Junge. Und was haben wir hier Schönes? Ich könnte eigentlich gleich nochmal kurz gucken, bevor das Spiel anfängt, wie eigentlich die Tabellen so aussehen auf der Welt. Na toll, eigentlich so spielerische Fähigkeiten ganz gut. Was ihm fehlt, ist ein bisschen die Verfassung, ein bisschen die Ausdauer. Das haben wir schon Donnerstag, bald ist ja schon wieder Freitag. Und Piotr Tuchowski hat sich nochmal verbessert in der Sprungkraft. Passspiel. Sören Bertram hat sich auch nochmal verbessert. Und auf. Und jetzt gucken wir mal gleich nochmal die anderen Ligen an, einmal kurz. So, mit da oben Statistiken. Also wir liegen auf Platz 3 momentan und gucken wir nach. Gucken wir nach Brasilien, naja, nicht unbedingt. Gucken wir mal nach England. England. Arsenal, London, Port, Chelsea da unten. So, die beiden Teams betteln sich da wohl. Ja, Everton kommt so noch ein bisschen mit. Hat zwar schon 3 Punkte Rückstand auf Arsenal. Manchester United ist ja ganz weit ab vom Schuss. Also die gingen ja. Puh. Die gingen ja wirklich am Arsch der Welt, sage ich jetzt einfach mal. Sondieren, naja, gut, eigentlich haben die gute Leute. Naja. In Frankreich. Was von die Türen? FC Lorient führt. Olympique Lyon bloß. Das fünfte. Italien. AC Milan führt vor Inter Mailand. Juventus Turin. Okay, gut. Das sind, glaube ich, fast die Standard-3 Clubs, die vorne immer mit sind. Haben wir in Japan Schönes? In Japan haben wir. Albirex Niigata haben wir da. Kawasaki Frontale. In den Niederlanden haben wir. Oh, Ajax und Ajax Amsterdam führt. Mit doch schon 5 Punkten Vorsprung. Also die dominieren die Liga anscheinend. Ja, gut. Und gucken wir nochmal in Spanien rein. Barcelona vor Real Madrid. Okay, gut. Die auch schon sehr, sehr deutlich führen. Und irgendwas ist jetzt los. Zweite Mannschaft. Oh, fehlt hier irgendwo jemand? Ist die Mannschaft? Ach, oder sind irgendwelche Fragen? Okay, ah, der Hangman Son wurde in die erste Mannschaft wieder versetzt. Manchester City möchte uns als Trainer haben. Okay, ist auch nicht schlecht. Also ein Team kann man fast schon mal darüber nachdenken, immer, so, immer dahin zu gehen, weil man dort die geldlichen Mittel auch hat, um dann eine Traummannschaft aufzustellen. Allerdings glaube ich,
werde ich da wohl nicht hingehen. Und also gut, jetzt werde ich Son erstmal wieder in die zweite Mannschaft wieder verschieben, in die Reserve verschieben für 4 Wochen wieder. Zweite Mannschaft. Da kannst du ein bisschen spielen, Son. Tut dir, glaube ich, auch ganz gut, wenn du da spielst. Verbesserst dich wenigstens ungemein. So, erste Mannschaft. Ich glaube, wie sieht denn das andere Team? Wir sind als andere Team aufgestellt. Okay, gut. Doch eher ein bisschen defensiver, sag ich mal, als ich. Ich glaube, ich werde einfach mal die Formation behalten. Darf ich auch bloß mit einem Stürmer spielen. Und ja, die Spieler sind ausgeruht, das ist gut. Joris Matthijssen, der bleibt erstmal noch auf der Bank. Da spielt David Rosenthal erstmal weiter. Und Dennis Aogo ist ja auch wieder da, allerdings momentan noch nicht in der Form wieder. Können wir noch irgendjemand mitnehmen?